Hallo, ich dachte eigentlich, es wird, wir gehören auch zu diesem Abend. Wir sind sehr froh, dankbar, dass der Rainer Gottwald uns hier eingeladen hat. Dank an Sauerland, Sat.1, dass die halt uns zu diesem Abend gehört. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass mal laut der Mikrofon zum Mike kommt, dass er seine Worte ist nicht gekommen. Ich habe gedacht, jetzt gehe ich mal ran und sage, hey, wir gehören auch zu diesem Abend. Wir sind sehr dankbar, dass wir in Deutschland unsere so weit kommen könnte. Wir sind Albaner, gebürtige Albaner, wir sind sehr stolz drauf. Aber wir sind dankbar, dass wir das in Deutschland erreichen könnten und gegen einen Champion heute uns messen könnten. Das ist Sport, gehört auch Unglück dabei. Wir haben uns wirklich sehr stark vorbereitet. Ich muss sagen, der Mike ist wirklich eine starke Boxer. Wir haben immer gegen starke Leute gekämpft. Aber ich möchte, ohne meinen Bruder zu schützen, wer selber Bruder ist, großer Bruder und irgendwie uns kennt, weiß, Bruder und Trainer ist zu viel Emotion. Emotion ist gut, aber übertriebene Emotion tut nicht gut. Und ich glaube, für dieses Unglück heute hier, Unglück, sportliche Unglück, glaube, bin ich schuld. Und ich möchte ab heute sagen, ich werde kümmern, reden mit Leuten, mit Sauerland und mit anderen Boxpromotern, dass der Mike vielleicht einen anderen Trainer trainiert. Doch, doch, doch. Moment, ich bin sein Bruder nicht hier, ihr kennt das. Ja. Das hatte ich schon vorher auch. Auf jeden Fall, danke, dass wir dabei sein dürften. Es ist nicht einfach, Bruder und Trainer zu sein, es tut auch nicht gut. Viele, die selber geboxt haben unter ihrem Bruder, die wissen das. Und ich möchte einen Schritt zurück machen als Trainer bei meinem Bruder und hoffe, der Rainer Gottwald, der Champion für heute, hat super Leistung, hat wirklich Geduld gezeigt, uns eine Chance gibt. Natürlich, dass, wenn mein Bruder das möchte. Ich denke, es war zwei Runden wie 120 andere Runden, die in Deutschland die letzte Zeit waren. Es hat gereicht, mal für Auge Action zu sehen. Darf ich das meinem Bruder geben, oder nicht? Ja.